Sie soll das neue Markenzeichen werden auf der alten Königslinie, der kürzesten Verbindung zwischen Deutschland und Schweden, die Katamaran-Schnellfähre Skånejet. Die traditionsreiche Linie Sassnitz-Trelleborg wurde im Frühjahr völlig überraschend von den Schweden eingestellt, nach 111 Jahren. In 16 Tagen soll die neue Fährverbindung Sassnitz-Ystad an den Start gehen. Die Flensburger Reederei FRS hat das Schiff gerade erst gekauft. 90 Grad drehen am besten. Also das kurze Teil muss an die linke Seite ran. Aber die beiden gehören nicht zusammen. Das heißt, der kann meinetwegen hier vorne hingelegt werden. Mit der Seite am besten hier hin zeigen. Wir haben vier Bauteile, die zwei Paare bilden. Jetzt müssen wir die richtigen Teile zusammensetzen. Und idealerweise schon mal so hinlegen, dass wir ja nicht noch irgendwie kreuz und quer alles durcheinander zusammenholen müssen. Dass es gleich so liegt, wie es zusammengehört. Das ist der Plan. Ein Plan, der unbedingt aufgehen muss. Nichts geht ohne die Verladerampen. Das heißt, der Fuß vom Kran steht jetzt im Weg. Wir müssen noch ein bisschen drehen, sodass die Flucht frei wird. Stefan Treibmann von der Reederei und seine Männer haben 24 Stunden Zeit, um die Rampen funktionstüchtig zu machen. Am nächsten Morgen läuft die Schnellfähre erstmals Sassnitz-Mukran auf der Insel Rügen an. Die Rampen kommen genau wie die Fähre aus Norwegen. Dort war die Skånejet 22 Jahre im Einsatz. Als wir das Schiff gekauft haben, hatten wir die Wahl. Kaufen wir jetzt noch eine, oder nehmen wir eine große Klappe, die ans Schiff ranmontiert wird, die mehr Gewicht bedeutet, mehr Spritverbrauch. Oder wir nehmen mobile Rampen, die es ermöglichen, diesen Klappmechanismus an Land zu lassen und uns täglich mehrere hundert Liter Treibstoff ersparen. Insofern ist das eine wirklich schlaue Lösung. Ein paar Minuten später weiß der Ingenieur, auf was für eine Fummelarbeit sie sich da eingelassen haben. Die beiden Rampenteile, jedes 40 Tonnen schwer, werden nur durch vier Bolzen verbunden. Nach einer halben Stunde sitzt noch nicht mal einer. Also scheinbar fehlen jetzt 2 mm und die haben wir nicht. Und überlegen, wie wir die jetzt fabrizieren. Für probieren. Probieren heißt, die Hydraulik in Gang bringen. Sie hoffen, dass sie damit die Rampe im Millimeterbereich dirigieren können. Hierüber sollen später die Autos fahren. Das geht aber nur, wenn der Klappmechanismus funktioniert. Ein ziemlich großer Hammer für Millimeterarbeit. Stefan Treibmann weiß, wann ein Ingenieur Platz machen muss. Der erste Bolzen sitzt. Nach 1,5 Stunden. Das war auch mein Bereich. Ich habe die Autos eingecheckt. Das ist mein alter Arbeitsplatz. Sehr schön. Franziska Stefan war bei der alten Königslinie angestellt. Hat 3 Jahre lang für Stena Line gearbeitet und die letzte Fahrt im April miterlebt. Nun fängt sie in den alten Räumen wieder ganz neu an. FRS Baltic heißt ihr Arbeitgeber und vom neuen Ticketshop ist hier noch rein gar nichts zu sehen. Den soll sie erst aufbauen. Ja, wir müssen die Grundausstattung organisieren, alle Flyer und Broschüren, vielleicht Informationsmaterial für Ystad, für die Tagestouristen. Und es kommen Schilder hin, neue Bilder für das Büro, damit es ein bisschen freundlicher aussieht. Und da freue ich mich sehr drauf. In 16 Tagen sollen hier die ersten Gäste einchecken. Ystad steht schon dran, nicht mehr Trelleborg. Das ist der einzige Unterschied. Und ich hoffe, die Gäste freuen sich, eben auch dieses schöne Städtchen kennenzulernen. Franziska Stefan wird ein Team aus 3 Mitarbeitern leiten. Noch gibt es nicht einen. Nachher muss sie zu den ersten Einstellungsgesprächen. Nur sie hat schon ihren Vertrag bei FRS Baltic und muss nun alles zum Laufen bringen. Schließlich kennt sich Franziska im Fährhafen Sassnitz-Mukran besser aus als ihre Chefs. Ja, das geht schon. Der Anfang im Check-in ist gemacht. Wenn die Gäste kommen, muss natürlich auch das Buchungssystem laufen. Doch das wird erst noch installiert. Das ist ganz aufregend. Also gerade jetzt der Beginn dieser neuen Linie ist noch mal was ganz Besonderes. Und ich bin auch ganz in freudiger Erwartung, was uns da jetzt alles noch bevorsteht.
Die gute Nachricht am nächsten Morgen: Rampe Nummer 1 ist montiert. Allerdings gibt es auch gleich zwei schlechte Nachrichten. Bei Rampe Nummer 2 ist die Hydraulik defekt und ihre Maße weichen stark ab. Der passt nicht? Passt. Na, die ganze Zeit? Ich habe gesehen, dass der passt. Okay. Das kriegen Sie auch. Ja. Puls bis da. Stefan Treibmann hat festgestellt, dass die Rampe 50 cm schmaler ist. Ein Übermittlungsfehler des Lieferanten und ein Albtraum für jeden Ingenieur. Jetzt ist dieser Bügel im Weg und in anderthalb Stunden trifft die Fähre ein. Bis dahin muss die Rampe in Position sein. Man sieht, es ist schwer. Diese Schäden sind ganz frisch. 40.000 Kilogramm Stahl bringen Geschäftsführer Moritz Bruns ins Grübeln. Ja, die wiegen über 40 Tonnen. Ja, und diese 40 Tonnen rollen jetzt hier nur über diese Räder, wie man sieht. Das ist der gesamte Druckpunkt. Ne? Und ja, gut, aber das sind technische Herausforderungen, mit denen müssen wir umgehen. Und wir haben gute Leute, die das gut können, aber trotzdem denkt man natürlich darüber nach. Hafencrew und Reedereitechniker müssen jetzt aber erst einmal das Hindernis beseitigen. Vorher können sie die Rampe keinen Meter mehr vorfahren. Erst vor ein paar Tagen haben die Fährhafenmitarbeiter die Befestigungsösen eingegossen. Auch die hatten die falschen Maße. Das Ende der Rampe muss, naja, mindestens eine Handbreit neben dem Strich sein. Das sind jetzt Pi mal Daumen 400 mm, 350. Und bevor wir jetzt 5-6 Mal hin und her fahren, würde ich sagen, lass ihn einmal schön weit zurücksetzen und dann nochmal einpendeln. Wenn in einer halben Stunde die Fähre eintrifft, muss die Rampe bestmöglich an der Kaikante ausgerichtet sein. Nun zeigt sich, ob sie gut gearbeitet haben. So, Janis, Schrauben, 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 Schrauben. Noch 10 Minuten. Dann wird die Schnellfähre Skornejet das erste Mal in Sassnitz-Mukran auf der Insel Rügen anlegen. Nach dem plötzlichen Aus der Königslinie im Frühjahr war die Resignation groß. Niemand hat an eine neue Linie zwischen Deutschland und Schweden geglaubt. Schon gar nicht so schnell. Das ist ein Neuanfang. Das denke ich mal. Man muss einfach eine neue Tür aufmachen. Letztendlich ist es egal, ob die Person mit dem Pkw rüberfährt, Eisenbahn. Natürlich bringt Eisenbahn mehr Tonnage oder sonst irgendwas. Aber letztendlich geht es ja um die Linie. Das ist ja entscheidend. Das wollen wir leben. Ich habe schon manche Schrecksekunden erlebt, wo ich dachte, Gott, was denn jetzt? Und heute fühle ich mich eigentlich gut vorbereitet. Also was soll jetzt noch schiefgehen? Alles wird gut. Noch nie hat hier im Hafen eine Katamaranfähre mit Wasserstrahlantrieb angelegt. Und noch nie hat Stefan Treibmann ein derartiges Manöver dirigiert. Noch zwei! Noch anderthalb! Stopp! Guys! 1 meter forward! 1 meter! Okay! Jetzt ist alles freihändig, jetzt ist schwierig. Und dazu aufregend, weil alle zugucken. How many? Okay, scheiße, hätten wir genau die grüne Linie treffen sollen. Naja, fast. Ach, Mann, schon wieder. Gut. Wir werden mehr als einen Versuch brauchen. Also die ist jetzt schwierig. Aus Sicht des Fahrers ist ja hier nichts gerade. Ist ja alles wie ein Tortenstück. Was kann man machen? Man kann sich an der Wand orientieren, das hilft nicht. Wir müssen jetzt rangieren, bis es passt. Wir müssen parallel zum Schiff sein und an der richtigen Links-Rechts-Position. Nein, nein, 50 vor, bis das Rad an der Linie ist. Bisschen vor. Okay, gut. Anbinden. So wie die Rampe jetzt ausgerichtet wird, soll sie die nächsten Monate, vielleicht Jahre, liegen bleiben.
Deshalb kommt es tatsächlich auf den Millimeter an. Läuft. Auch für den ersten Offizier der Skornejet, Marian Stoev, ist das hier keine Routine. Der Bulgare fährt zwar seit 15 Jahren zur See, aber erst seit ein paar Tagen auf der Schnellfähre. Super. Das ist fantastisch. Ja, sehr glücklich. Ich habe die ganze Nacht nicht gut geschlafen, aber jetzt heute Abend kann ich in einen ganz tiefen, ruhigen Schlaf fallen. Ist immer so, Ingenieur, ich habe schon auf einer Werft gearbeitet, oder Werften, jetzt in der Reederei. Man plant wochenlang was so am Computer, erstellt Zeichnungen, manchmal auf Basis von so ein bisschen dürftigen Informationen und denkt, oh, wird schon passen. Und am großen Tag, wenn alles zusammenpassen soll, befällt einem jedes Mal so eine innere Unruhe. Oh Gott, könnte das Maß nicht stimmen? Oder habe ich das richtig bedacht? Und wenn dann alles passt, dann... Oh. Seit einer Woche liegt die Schnellfähre nun im Hafen von Sassnitz-Mukran. Die Crew hat ausgebessert, repariert. Auch Sicherheitskoordinator Lukas Möller-Rönisch ist seit Tagen an Bord. Für heute ist eine Probefahrt angesetzt mit anschließendem Arbeitsaufenthalt in Ystad. Wir haben im Endeffekt in Ystad zwei Berths, also zwei Hafenanlagen, die wir ansteuern. Und die wollen wir heute testen. Und dann bleiben wir eine Nacht in Ystad. Und morgen kommen die schwedischen Authorities an Bord, weil als Passagierschiff, wenn man als Passagierschiff registriert ist, muss man, bevor man in Fahrt geht, entsprechend kontrolliert werden. Genau, ich bin ja aber dann hier, ja. Der Werte ist da. Dann machen wir einmal mit Nordkurs mit Vollspeed, dann drehen wir, kommen mit Südkurs mit Vollspeed, dann drehen wir und dann gehen wir mit 550, gehen wir so dicht wie wir können hier auf die 8-Meter-Linie. Der Sicherheitskoordinator und der Geschäftsführer Moritz Bruns planen den Turn, wollen ein paar Manöver testen. Vorher allerdings muss die Crew noch eine Sicherheitsübung absolvieren. Safety Drill. All sound signals and announcements are for training purposes only. Kapitän Dimitar Dimitrov kündigt die Feuerlöschübung an. Der Bulgare kennt solche Übungen zur Genüge. Yes, bridge, go ahead. We have fire alarm. Er steuert seit 16 Jahren Passagierschiffe. Eine wöchentliche Routine, die er ernst nimmt, genau wie seine Crew. Jeder aus dem technischen Bereich muss wissen, wo die Spezialkleidung liegt, sie anziehen und sich darin bewegen können. 10 Kilo wiegt so ein Anzug mit allem drum und dran. Ihr Ziel ist das untere der insgesamt 5 K-Decks. Hier stehen Autos und Wohnmobile später dicht an dicht. 200 passen rein. Jetzt parkt hier nur, wer an Bord einen Auftrag hat und bekommt eine Gratiswäsche. Das ist ein wöchentliches Training, ja. Aber wir haben natürlich jetzt nicht mit voller Leistung die Pumpe laufen. Ja. Okay. Der Kapitän hat inzwischen seine Freizeitkleidung gegen die Uniform eingetauscht. Gleich soll es auf Probefahrt gehen. Und der Sicherheitschef erledigt noch einen Spezialauftrag. Der Kapitän braucht einen Zahnarzttermin. Gut, bis dann. Danke, ciao, ciao. Ciao. Hallo, Franziska. Na? Wir sind eigentlich Mädchen für alles. Also wenn der Kapitän irgendein Problem hat oder am Samstag und Sonntag irgendwas vorfällt, was eigentlich nicht so in den Sicherheitsbereich fällt, dann kann er uns auch anrufen und dann kümmern wir uns drum. Weil natürlich so eine, also für uns ist es natürlich einfacher, hier in Deutschland zu kommunizieren und schnell auf dem schnellen Weg irgendwas zu organisieren. Deshalb 24/7. Manchmal Fluch, manchmal Segen. Jetzt muss er auch noch die Schiffspapiere vorbereiten. Franziska vom Check-in hat ihr Team komplett. In 6 Tagen ist die erste Passagierfahrt der Skornejet. Sie nutzt die letzten Minuten vor der Probefahrt heute. Wir haben Spur 5 bis 16. Da können wir jedes Fahrzeug nach seiner Höhe separieren. Angefangen mit den PKWs bis 1,95, 2,95, Wohnmobile bis 4 Meter, Busse, Handicap-Fahrzeuge, Motorräder und andere Fahrzeuge. Und hier bekommt man auch das Gefühl,
wirklich im Hafen zu sein. Man sieht das Wasser, man sieht die Schiffe und hier beginnt eigentlich der Urlaub. Der LKW mit dem Proviant ist da. Inzwischen sind beide Rampen an ihrem Platz. Ich würde es begrüßen, wenn wir den LKW draußen abladen. Bis wie viel Tonnen ist die Rampe? Die ist bis 30 Tonnen. Ja, das dürfte kein Problem sein. Ja. Dann können wir ja bis an die Tür zumindest ranfahren. Ja. Aber nur bis an die Tür. Für LKW ist die Fähre nicht ausgelegt. Was haben wir hier so antun? Ich habe mir aber eingefallen und fahre jetzt nur 3 Kilometer. Stell die erstmal an der Seite ab, damit ich wegkomme. Ich habe noch viel zu tun. Dass die Bordsprache Englisch ist, hat der LKW-Fahrer nicht auf dem Schirm. Neben der Ware für den Bordshop ist auch die Verpflegung für die Besatzung dabei. Oft verbringen die 24 Crewmitglieder 12 Stunden an Bord. Nur ihr Quartier haben sie an Land. Die Skornejet ist wendig. Der Kapitän hat den ausdrücklichen Befehl, das eine oder andere Manöver zu testen. Denn es gibt nur diese eine Probefahrt. Schon in 6 Tagen gehen hier die ersten Passagiere an Bord der neuen Königslinie. Das ist richtig gemütlich hier drin heute Morgen. Dann ist es soweit. Morgens 6:30, die Atmosphäre angespannt. Ausgerechnet am Abend vor der Jungfernfahrt haben die Schweden ihre Corona-Regeln verschärft. Good luck. Glück können sie gut gebrauchen. Fast alle haben schlecht geschlafen. Sehr kurz. 2 Stunden vielleicht. Ich habe ja noch 2 kleine Kinder und die waren dann in der Nacht auch noch da und haben gewühlt. Ich bin dann lieber aufgestanden. Das war dann egal auf diese Stunde. Es ist dann auch nicht mehr drauf angekommen. Ich wollte rechtzeitig hier sein und alles in Ruhe machen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Die Techniker sind noch am Wirbeln. Fest steht nur, Franziska muss bei jedem Passagier Name, Autokennzeichen und Passnummer per Hand eingeben. Sobald die alle eingecheckt sind, kommt ja automatisch hier die Bordkarte aus dem Drucker. Ja. Die schnappst du dir, gehst in Boarding, klickst auf Scan Bordkarte, beep, 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 beep und ab dafür. Tschüssikowski, genau. Nein, ich bin ganz neu. Und? Ja, wenn alles läuft, ist alles okay hier. Super. Vor allen Dingen die Kollegen sind sehr nett. Mhm. Dann hoffen wir, dass heute alles okay ist und gut läuft. Morgen. We start then from this line. Yeah? Yeah, 10 minutes. Guten Morgen. Wir starten in ungefähr 10 Minuten. Ja? Wir versuchen noch alle Technik da zu machen und dann geht's gleich los. Okay? Aber Technik ist an diesem Morgen das Problem. Franziska weiß, dass es knapp wird mit der Zeit. Morgen. Monika und Jürgen Bender aus Cottbus sind Franziskas erste Passagiere. Sie fahren nachher zum Terminal A. Ja? Geduldig geben sie ihre Daten durch und sind einfach nur glücklich über die neue Königslinie, weil ihre Tochter in Schweden lebt. Wiedersehen. Tschüss. Geburtstag feiern mit der Tochter in den Hörby und dann bleiben wir 3 Wochen drüben. Ja? Ja, 17 Jahre. 17 Jahre fahren wir schon hier. 2-3 Mal im Jahr. Ostern, Weihnachten, Pfingsten und Geburtstag. Also einfach weitermachen. Wenn irgendwas ist, rufst du mich an. Genau. Perfekt. Pro Auto brauchen sie 10 Minuten. Es werden zusätzliche Daten erfasst werden müssen und normalerweise machen die Passagiere diesen Check-in online selbst. Den haben wir jetzt gestern aufgrund dieser neuen Anforderungen erst später live schalten können, weshalb die meisten jetzt noch nicht eingecheckt sind in diesem Vorgang hier. Es ist 7.15 Uhr. In einer Stunde soll die Fähre nach Ystad auslaufen. Okay, I go to check what's going on and then we start loading. Alle sind jetzt auf den Beinen. Stefan Treibmann und der erste Offizier haben natürlich die Rampe im Blick. Und auch die zahlreichen Fußgänger. Also
als wir das erste Mal hier waren, um zu gucken, wo wir mit dem Schiff anlegen können, sah das hier sowas von anders aus. Hier waren Schienen, da waren riesige Betonklötzer. Ich dachte, das wird nichts. Also haben wir noch einen anderen Liegeplatz und jetzt sind nicht mal 3 Monate um, es ist alles fertig. Das ist Rüganer Arbeit, alter Schwede. Gut gemacht. Und den Rest haben wir gemacht. Also die standen ja vor 4 Wochen noch in Norwegen. Auseinandergepult, ins Schiff gepackt, hergebracht, zusammengesetzt. Und funktioniert. Test, Test, Radio Communication, this is Chief Officer Skåne Jet. Yes, good morning, we are ready. Okay, very nice, we can start loading. Noch 30 Minuten bis zur Abfahrt. Endlich wieder Schweden! Nix wackelt, alles passt. Das macht Freude. Alles funktioniert. Franziska und ihr Team haben die Fahrzeuge auf die richtigen Spuren verteilt. Die kleinen fahren auf die oberen Decks, die größeren bleiben unten. Tickets für hin und zurück kosten ab 150 Euro pro Fahrzeug. Lieber etwas genauer hinschauen, denken sie alle an diesem Morgen. Auch der Betriebsleiter. Es ist kurz vor 8. Da sind noch ein paar besondere Herausforderungen, die wir haben mit den schwedischen Behörden und den Daten, die verlangen. Und das haben wir erst in letzter Minute bekommen. Deswegen mussten wir da ein kleines Workaround bauen. Aber das ist so. Will heißen, es gibt bereits den Plan, nachher etwas schneller zu fahren. Sicherheitskoordinator Lukas kennt das von anderen Fährlinien, die er betreut. Jetzt machen wir die erste Fahrt, gucken wir, ob alles funktioniert. Dann verbessern wir natürlich das System ein bisschen, weil am Anfang werden wir bestimmt noch ein paar Stellen finden, wo wir Verbesserungen generieren können. Und dann werden wir schön immer nach Schweden fahren. Es ist längst 8.15 Uhr. Die Autos sind inzwischen alle durch. Doch bei der Abfertigung der Fußgänger gibt es einen Stau wegen der Datengeschichte. Abfahrt mit 30 Minuten Verspätung. Die erste Fahrt der Skåne Jet von Sassnitz nach Ystad findet bei bestem Wetter statt. Der Wind ist mäßig, kommt aus Nord. Und die Crew der Katamaran-Schnellfähre muss zeigen, dass sie mit 40.000 PS umgehen kann. 44 Knoten in der Spitze, das sind 81 km/h, könnte der Katamaran fahren. Durchschnittsgeschwindigkeit heute 36 Knoten. Statt 2,5 Stunden Fahrzeit nach Ystad peilen sie 2 Stunden an. Sie müssen planmäßig um 10.45 Uhr anlegen und schon um 12.30 Uhr wieder auslaufen. Vor allem die Bedienung spürt, es schwankt ordentlich. Typisch, wenn der Wind von vorn kommt. Daran müssen sich alle erst einmal gewöhnen. Die Küchencrew versorgt heute 315 Passagiere. Maximalbelegung 680. Ja, also der erste Tag, alles oder das erste Mal da. Und dann läuft alles noch nicht so reibungslos, aber wir haben das ganz gut hingekriegt bis jetzt. Für FRS Baltic-Chef Moritz Bruns ist das hier eine Arbeitsfahrt. Er beschäftigt sich gerade damit, wie die Passagiere nachher wieder von Bord gehen. Möglichst zeitsparend. Die 30 Minuten Verspätung haben sie inzwischen wieder rausgefahren. Ystad kommt langsam in Sicht. Das Aufholmanöver kostet zwar deutlich mehr Sprit, musste aber sein. Weil wir mit Verspätung losgekommen sind und wir können aber hier nicht verspätet abfahren. Das heißt, wir sind jetzt etwas schneller gefahren und wir müssen jetzt das Manöver noch schneller machen, damit wir zur richtigen Zeit wieder rauskommen, weil das nächste Schiff wieder wartet. Deswegen haben wir jetzt alles doppelt und dreifach besprochen. Wie wir es am schnellsten hinbekommen, haben die Passagiere schon runtergeholt, dass wir die gleich rausbekommen können. Denn wir wollen nicht bei unserem ersten Arrival in Ystad einen anderen Operator behindern. Das ist jetzt das primäre Ziel. Die Einfahrt in den Hafen ist anspruchsvoll.
Die Skornejet muss einen Lotsen an Bord nehmen. Der wird bis zur zweiten Fahrt am Nachmittag auf dem Schiff bleiben und dem Kapitän und seiner Crew genau auf die Finger schauen. Okay, engine squelching. 2-6 up. Okay, 2 generator, 6 pumps. Moritz Bruns hält von hier unten Kontakt zur Brücke. 45 Minuten haben sie für das End- und B-Laden. Das ist sportlich. Aber erst einmal muss das Anlegemanöver klappen. Auf der Brücke hat Captain Dimiter das erste Manöver mit Lotsen hinter sich. Fürs erste Mal ganz gut, meint der Captain. Beim nächsten Mal wird's noch besser. Wenn der Lotse glücklich ist, ist es doch gut. Das Wichtigste, sagt der Lotse, keine Karambolage. Ystad hat knapp 30.000 Einwohner, ist eine wunderschöne kleine Hafenstadt in Südschweden und eine Tagesreise wert. 56 Euro kostet das Hin- und Zurückticket für Fußgänger. Mit 7 Stunden Zeit für einen Stadtbummel. Der erste Offizier Marian ist schon wieder in Action. I have a break, but only when I'm sleeping. Ich habe nur Pause, wenn ich schlafe, sagt er. Und selbst dann bleibe ich erster Offizier, arbeite also auch im Schlaf. Check-in auf schwedischer Seite. Auch hier wird die neue Verbindung gut angenommen. 2 Jahre, sagen die Profis im Fährbetrieb, dauere es, bis sich eine neue Verbindung etabliert habe. Auf das Team auf der Brücke kommt es an, sagt der Captain. Schließlich sei das die erste Fahrt und da sei das Team besonders wichtig. Sie müssten wie eine Person denken, dann sei es einfach. Okay, take command in the center. Beim Ablegen bekommt der Kapitän sämtliche Kommandos von seiner Crew unten. Erst wenn das Manöver vollständig beendet ist, kann er wieder in das Zentrum der Brücke wechseln, wie sie es nennen. Inzwischen hat Sicherheitschef Lukas sein Büro auf der Brücke aufgeschlagen. Er ist nur bei den ersten Fahrten dabei. Erst wenn die Abläufe perfekt sind, übergibt er guten Gewissens an die Crew. Und jetzt sind wir hier oben gelandet. Aber hier ist es auch nicht so schlecht. Jetzt machen wir die letzten Papiersachen mit den Agenten und kriegen da ein bisschen, verbessern die Kommunikation ein bisschen und dann sollte das ab der nächsten Abfahrt alles reibungslos laufen. Nun fahren sie Normalgeschwindigkeit, 30 Knoten. Der erste Offizier hat übernommen. Diesen Teil seines rastlosen Arbeitslebens genießt er besonders. Gut, I like that. Ich möchte gerne Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf die Steuerbordseite lenken. Das ist die rechte Seite vom Schiff. Wenn Sie dort rausschauen, sehen Sie die Kreidefelsen von Rügen. Immer einen Anblick wert, besonders heute bei diesen hervorragenden Wetterbedingungen. Der Anfang für die neue, schnelle Königslinie von Sassnitz nach Ystad ist gemacht. Bis Ende Oktober fährt die Skornejet noch, dann erst wieder im Frühling. Auf der kürzesten Strecke zwischen Deutschland und Schweden.